Hallo meine Lieben, der September ist fast vorbei, noch nicht so ganz, aber ich bin endlich mal durch mein Sommersammelsurium durchgekommen, habe auch zum Teil mit Herbstsachen jetzt angefangen, aber wie gesagt, bei den leer gewordenen Sachen ist der Sommer jetzt endlich aus meinen Schubladen raus. Deswegen denke ich, dass ich jetzt schon mein In-and-Out-Video abdrehe und ich fange wie immer an mit dem, was neu reingekommen ist. Ja, dieser Monat hat damit angefangen, dass ich einer lieben Abonnentin von mir, liebe Grüße an dich, ich hoffe, du weißt, wer du bist, ich kann dich ja auch namentlich betiteln, du heißt genau wie ich, hallo Petra, der habe ich ein paar meiner Kreationen mitgebracht, wir kennen uns persönlich und sehen uns auf der Arbeit schon mal und sie hat mir im Gegenzug als Dankeschön zwei Votivlichter mitgebracht, einmal von Greenleaf und einmal von Heart and Home. Ich fange mal an mit dem von Heart and Home. Das ist, ja, wie heißt es denn? Das ist eine gute Frage. Amber. Das heißt einfach nur Amber, also Bernstein. Und mir gefielen beide, das weiß ich noch, aber ich habe jetzt schon eine längere Zeit nicht mehr dran gerochen, weil ich die Sachen, wenn ich die neu reinkriege, immer erstmal in ein Regal stelle und dann eben auf dieses Video warte und erst dann kommen die wirklich in meine Sammlung. Ja, Amber ist ein süßer, ja, Amber-Duft. Amber kann ja oftmals so schwer und sehr parfümig sein. Parfümig ist der auch, aber ich finde ihn recht süß. Er riecht auch so kalt jetzt erstmal sehr stark. Ja, die liebe Petra weiß, dass ich die Votivlichter auseinandernehme, den Docht rausnehme und die dann eben ins Centerpiece schmeiße. Ich glaube, dass der im warmen Zustand auch sehr schön sein wird. Es ist natürlich Heart and Home, ihr wisst wahrscheinlich, wenn ihr schon mehr Videos von mir gesehen habt, dass ich kein großer Fan dieser Firma bin, aber die Votivlichter haben mich bisher noch nicht enttäuscht. Wenn man die eben so in diesen Centerpiece reinschmeißt, ist das meistens ganz gut. Deswegen freue ich mich, den bald zu benutzen, der ist ja auch herbstlich. Ja, den habe ich bekommen. Vielen Dank nochmal. Das zweite Votivlicht von Greenleaf, eine Firma, die ich noch gar nicht kenne, heißt Cashmere Kiss, sollte also so eine Art Wäscheduft sein, ich kann mich nicht erinnern. Ja, es ist schwächer als das eben, aber es ist auch schön, auch parfümig, aber ja, viel sanfter, kuscheliger. Cashmere Kiss passt ganz gut als Name dazu. Ich bin gespannt, wie Greenleaf sich machen wird. Wie gesagt, das ist für mich eine neue Firma, die habe ich noch nie getestet. Jo, werde ich aber dann demnächst mal machen. Auch dafür vielen Dank. Dann habe ich sonst nicht viel gekauft. Ich habe einmal bei Amazon eine Bestellung gemacht. Da habe ich irgendwie noch ein bisschen Kleingeld gebraucht, damit ich den Versand umsonst kriegen konnte. Ich bin kein Prime-Kunde, sehe das auch nicht ein. Auf jeden Fall habe ich da zweimal das Airwick Duftwachs mitgenommen, erfrischender Eukalyptus und Meersalz, weil ich das hier bei unserem DM oder so noch nie, glaube ich, gesehen habe. Ja, es ist halt Airwick. Ich finde, Airwick riecht immer relativ künstlich, aber der hier ist recht stark und gut. Wobei stark und gut finde ich die eigentlich schon alle. Ich mag die gerne so im Bad oder in der Gästetoilette, da finde ich die ganz toll. Und Eukalyptus Meersalz ist natürlich ein Duft, der ja auch wellness-technisch sich gut machen wird da. Ja, man riecht wirklich eine leicht salzige Note, Eukalyptus, Also ich esse gerne diese Eukalyptus-Bonbons, danach riecht das jetzt gar nicht. Ja, aber ich denke, dass das in Badezimmern ganz gut kommen wird und deswegen bräuchte ich das auch nicht, es hat auch nicht viel gekostet. Durfte mit. Ja, es ging aber wirklich, glaube ich, oder war das eine andere Bestellung, nur zur Elva, auch eine Amazon-Bestellung. Es ging um Weihnachtsdüfte. Und zwar hatten die diese Geschenkverpackung mit zwei der neuen Winter-Weihnachtsdüften von Yankee Candle im Angebot. Für irgendwie ungefähr 30 Euro. Das fand ich eine ganz gute Sache. Ich habe also von den neuen Düften noch nicht viel getestet. Ich freue mich auch schon auf die anderen. Ich muss echt nächsten Monat da mal zuschlagen. Ich habe bisher Unwrap the Magic
Ja, ein schönes Label mit jemandem, der ein paar Geschenke hält, vor einem Weihnachtsbaum festlich beleuchtet. Nicht sehr spektakulär, aber weihnachtlich. Rotes Wachs, auch weihnachtlich. Und der Duft ist auch weihnachtlich. Wer hätte es gedacht? Es geht sehr in eine tannige Richtung, obwohl der ja so ein roter Duft ist. Vom Duft her hätte ich den eher grün eingeordnet. Man riecht halt wirklich den Tannenbaum. Ja, ist ein Tannenbaumduft. Ich kann gar nicht sagen, was da noch zukommt. Das ist eindeutig ein Weihnachtsduft. Ich finde ihn ganz schön. Und so ein mittlerer Hauswurmer reicht mir auch völlig zum Testen dieser Düfte. Deswegen, den habe ich schon mal da. Und den Singing Carols. Da gefällt mir das Label sehr gut mit dem Notenblatt. Wie bei Doremi. Noten sprechen mich sehr an, weil ich nun mal auch Musik sehr gerne mag und auch Musik selber mache. Auch da ist im Hintergrund ein geschmückter Tannenbaum zu sehen. Das ist also wieder eindeutig eine Weihnachtskerze. Und auch hier haben wir eindeutig einen Tannenbaumduft. Diesen hier finde ich ein bisschen, wie sagt man, balsamischer. Also der riecht ein bisschen, ja, harziger, natürlicher. Bei dem anderen ist irgendwie noch so, ja, weiß ich nicht. Also den finde ich natürlicher, weihnachtsbaummäßiger als den, aber beide gehen in diese Weihnachtsbaum-Grün-Richtung. Ja, die beiden habe ich mir gegönnt. Fand ich auch für zwei mittlere Hauswarmer mit 30 Euro eigentlich einen echt guten Preis. Dann habe ich die schon mal und muss mich nicht mehr um alle anderen kümmern, um alle kümmern, sondern nur um die, die mir bisher fehlen. Besonders gespannt bin ich auf den Surprise Snowfall. Der klingt so, als ob das voll meine Richtung ist. Ich habe schon jetzt mehrere Videos gesehen, wo die Düfte vorgestellt wurden. Der soll ja so ein bisschen in die Richtung von White Christmas gehen. Und White Christmas, wisst ihr, ist eine meiner Lieblingskerzen zur Weihnachtszeit. Deswegen bin ich da sehr gespannt und freue mich schon sehr drauf. Den werde ich mir wahrscheinlich direkt als großen Hauswarmer holen. Ja, dann hatte ich in der Zwischenzeit, wer mich bei Instagram verfolgt, hat das auch gesehen, ein Paket bekommen von der lieben Claudi, meine Scentsy-Bestellung. Ja, das waren diese Halloween-Warmer von Night Before Christmas. Die stehen auch mittlerweile hier in Gebrauch, beziehungsweise an hatte ich die noch nicht, aber die stehen schon mal in der Deko. Dürfen demnächst mitmachen, die zeige ich euch jetzt auch nicht. Es geht ja hier immer nur um Wachs und ja, Kerzen, Duftwachs. Dazu hatte ich aber noch bestellt drei Düfte, die wir jetzt auch zusammen angucken. Einmal ein Backup, was immer wieder kommen muss, der Dumbo Circus Parade. Gelbe Früchte, ich glaube Pfirsich plus Vanille. Ein wunderschöner Duft. Ich habe ihn auch gar nicht aufgemacht, sehe ich gerade, weil ich ihn eigentlich kenne. Also, der ist so weich und fruchtig, lecker. Der tut's immer und als Backup habe ich mir den mitbestellt. Und dazu gab es die beiden Night Before Christmas Düfte. Und weil ich eben ja so ein Sparset nehmen wollte mit drei Düften, um so ein bisschen Geld zu sparen, habe ich den Dumbo nochmal als Backup geholt. Wir haben hier einmal Jack's Obsession mit diesem schönen Label. Jack's Obsession riecht, ja, apfelig. Es riecht, ist auf jeden Fall ein Apfel drin, aber auch Gewürze. Es ist aber nicht so ein Bratapfelduft, sondern, ja, vielleicht schon ein bisschen in die Richtung. Aber nicht so der typische. Er hat auch ein bisschen was Frisches. Ich finde ihn sehr, sehr angenehm und kann mir den eben wirklich in der Halloween-Zeit sehr gut vorstellen. Jack's Obsession, auf jeden Fall eine Empfehlung. Und ich glaube, der ist schon ausverkauft, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Halloween Town. Ja, mit diesem Label. Es gab da wohl irgendwie verschiedene zum Sammeln. Ich habe das bekommen. Darum geht es mir auch nicht. Ich sammle ja nicht irgendwelche Verpackungen. Oh, der ist traumhaft. Ich kann gar nicht beschreiben, was da drin ist. Aber der riecht sehr herbstlich und sehr mystisch auch. Würzig.
Ich weiß nicht, ob vielleicht eine Kürbisnote drin ist. Das kann gut sein. Der ist für mich optimal für so einen späten Oktobertag. Ich werde den lieben. Das weiß ich jetzt schon. Auch beide Düfte wieder sehr stark schon mal im kalten Zustand. Ich freue mich sehr darauf, die auszuprobieren. Die liebe Claudia hat mir dann auch noch, verrückt wie sie ist, ein paar Geschenke gemacht. Zum Beispiel einen Autoduft in Vanilla Buttercream. Vanilla Buttercream ist vermutlich, ich kenne den gar nicht, ein Duft, der ja immer geht. Vanille Buttercreme kann man immer haben. Im Auto bin ich jetzt kein Riesenfan von solchen Düften. Ich kenne aber jemanden, der die wirklich super gerne mag. Deswegen überlege ich, ob ich das vielleicht weitergebe. Aber ich habe auch nichts dagegen, das selber auszuprobieren. Ich muss mal sehen. Vanilla Bean Buttercream habe ich geschenkt bekommen. Vielen Dank, liebe Claudi, nochmal. Dann gab es noch ein paar Duftproben. Ja. Da fange ich mal an mit Tea Leaf and Rose. Hat die liebe Claudi mir beigelegt. Also Teeblatt und Rose. Ja. Man riecht eine Rose. Und Tee, ja. Ein grüner oder ein weißer könnte damit drin sein. Riecht auf jeden Fall sehr angenehm. Nicht ganz meine Richtung, weil ich ja nicht so ein floraler Düftler bin. Aber zum Testen optimal. Mit diesen kleinen Dingern, die teste ich meistens relativ kurzzeitig im Flur. Und schmeißt dann so, wenn sobald die nicht mehr riechen, das nächste nach und habe dann irgendwann die alle da drin. Aber eben immer so, dass ich kurzzeitig mal intensiv den einen Duft rieche und ja, dann eben mir ein Urteil bilden kann. Ich habe noch bekommen Life is Swell. Schauen wir mal, wonach das denn riecht. Life is Swell. Ja. Ein frischer, süßer Duft. Ja, ein gute Laune-Duft. Life is Swell passt wohl gut als Titel dazu. Ist eher meine Richtung als der Tea Leaf and Rose, weil der ist eben hier nicht floral, sondern ja, süß, frisch, lecker. Dann habe ich bekommen zweimal Cloudberry Dreams. Ich mache mal nur einen auf jetzt. Ist ja der gleiche Duft. Cloudberry Dreams. Oh ja, der gefällt mir sehr gut. Der ist von denen bisher der stärkste Duft, meiner Meinung nach. Hat eine Beerennote drin. Sehr süß. Ja, aber auch sehr kuschelig, fluffig. Passt auch gut, Cloudberry Dreams. Als Titel. Ich bin gespannt und werde ihn sehr gerne testen. Und nochmal Beeren Berry of Paradise. Berry of Paradise kann man bestimmt auch sehr gut mischen. So vom Namen her auf jeden Fall. Ja, auch eine Beerennote drin. Der ist aber nicht ganz so spritzig fruchtig. Den finde ich sanfter, vielleicht durch eine Vanillenote abgerundet. Auf jeden Fall auch sehr, sehr schön und bestimmt gut mischbar mit den anderen. Das wird ein netter Tag, wo ich immer wieder im Flur riechen werde. Wonach riecht es gerade? Brauche ich diesen Duft? Ja, und das letzte Geschenk war das größte und ja, Wahnsinn. Sie hat mir noch ein Fragrance Mist, also so ein Body Spray von Scentsy mitgeschickt. In Schimmer. Schimmer mag ich sehr gerne. Ich habe es noch nicht geöffnet. Das ist noch eingeschweißt. Ich werde jetzt hier auch nicht rumsprühen. Auf jeden Fall habe ich mich mega gefreut. Schimmer ist ein schöner Duft, den ich gerne mag und davon ein Body Spray. Damit hast du mir eine sehr, sehr große Freude gemacht, liebe Claudi. Vielen Dank nochmal. Dann habe ich wieder bei Facebook einer Dame was abgekauft. Und zwar nur ein paar Mels. Ich weiß auch gar nicht mehr, um welchen es ging. Na doch, weiß ich wohl. Es ging um Goose Creek Cool Harvest Morning. Den habe ich in meiner Goose Creek Sammlung auch als Kerze vorgestellt. Das finde ich einen wirklich schönen Herbstduft nach
Herbstluft plus Früchte. Ich glaube, ich habe da gesagt, das ist wie wenn man am frühen Morgen als Erster in einem Hofladen steht und das ja eben so riecht. Den mag ich sehr gerne und konnte ihn halt günstig bekommen. Dazu gab es dann noch Summer Moon. Einer der Düfte, die absolut in mein Beuteschema passen, schon vom Label her, Dunkel, Mond. Blaues Wachs gefällt mir auch sehr gut. Und der Geruch, wie sollte es anders sein, sehr männlich. Ja, genau mein Beuteschema, männlich, mystisch. Das mag ich. Gefällt mir sehr gut. Gleichzeitig habe ich noch von ihr ein paar Scentsy-Düfte abgekauft, einen, den ich schon kenne. Und zwar White Palo Santo. Den mag ich wirklich gerne. In so ziemlich jedem Raum. Ich habe den auch aktuell im Wohnzimmer in zwei Lampen drin für diese Woche. Ja, den finde ich auch männlich. Aber überhaupt nicht mystisch, meiner Meinung nach. Sondern ein reiferer, männlicher, frischer Duft. Mir gefällt der sehr gut. Deshalb habe ich den mitgenommen. Ich habe den ja günstig gekriegt und dann durfte ein Backup her. Außerdem habe ich, den kannte ich noch nicht, Cozy Kitchen gekauft. Ja, das ist ein Küchenduft, der sehr würzig riecht. Aber nicht zu sehr in die Zimtschiene geht, sondern mehr so verschiedene andere Gewürze. Den will ich auch wirklich in der Küche benutzen. Ich habe die eine Jack Frost Lampe in der Küche in die Steckdose gemacht, weil ich da über der Spüle so eine Steckdose habe und da ist die drin. Und da kann ich mir gut vorstellen, diesen Duft reinzutun, so im Herbst, damit der mich, wenn ich da am Arbeiten bin, erfreuen kann. Und das letzte, ich hatte keine Ahnung, was es ist, habe es mir einfach mal mitbestellt, Golds. No Limits Wax Collection war, weil mal ein limitierter Duft, ein blaues Wachs. Und der ist frisch, ganz leicht männlich, könnte so ein Unisex-Duft sein. Ein Duschgel oder ein Bodyspray. Gefällt mir auch gut, kann ich mir in Bädern vorstellen oder auch im Flur. Vielleicht nicht unbedingt im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer. Aber sonst auch, wird auch der mich sehr erfreuen. Das letzte Teil, was ich diesen Monat neu angeschafft habe an Wachssachen, ist, ich habe in England einen Candle Warmer gekauft mit 35 Watt und damit der nicht so alleine reisen musste, habe ich ihm mit auf die Reise ein riesiges Clamshell, wie ihr seht, geschickt. Und zwar ist das von Candle Sniff and Gifts in England, der Perfume and Aftershave Sample Pack. Da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Düfte drin, immer eine Reihe, also immer 4 so Sterne, die sind auch relativ groß. Ich könnte mir vorstellen, dass oftmals einer, vielleicht höchstens 2 reichen für eine Lampe. Und da sind verschiedene Düfte drin, die ich ganz schwierig finde, so aus diesem Clamshell zu erriechen, weil die ja alle nebeneinander liegen und man immer so den Nebenduft mitriecht. Aber man merkt, dass es hier von weiblichen Düften immer mehr, immer in die schwerere Richtung und immer männlicher werdend vorangeht. Da ist drin, wir haben Mademoiselle, ist das untere, Lady M, Light Blue, das kenne ich als Parfüm, finde ich, naja, aber ist okay. Dann haben wir Alien. Den kann ich auch wirklich erriechen, wenn ich da an der Stelle gerade mit der Nase bin. Black Opium und Creed. Jo. Ich werde die testen und euch berichten, wenn das Ding irgendwann mal leer ist. Aber kalt geschnuppert ist das schon mal eine ganz gute Sache. Und dieses Clamshell finde ich einfach nur cool. Das wird auf jeden Fall recycelt bei mir. Ja, apropos recyceln und Dinge wiederverwerten. Ich gehe jetzt mit euch in die Küche und zeige euch, was meine Hexenküche vorgebracht hat an neuen Melz und Kerzen. So, meine Duftküche hat auch wieder einiges hervorgebracht. Besonders viel diesmal meine Ambiente-Kerzen. Überwiegend kleinere Sachen, weil ich von diesen großen noch eine vom letzten Monat habe. Aber die kleinen gehen mir immer zu schnell leer. Deswegen habe ich jede Menge Votivlichter und von diesen kleineren Kerzen gemacht. Ich habe ein paar kleinere Halter da,
wo die gut reinpassen. Ich habe sogar mal Teelichter gemacht. Ja. Dann haben wir verschiedene Tarts. Ich habe einmal Dragon's Kiss oder sowas werde ich das nennen. Das ist Dragon's Blood plus Toasted Marshmallow. Also der weiße Teil ist Toasted Marshmallow, das rote ist Dragon's Blood. Riecht herbstlich, wohlig weich. Finde ich eine sehr schöne Kombination, die beiden. In der oberen Etage ist im Grunde auf beiden Seiten dasselbe, nur in unterschiedlichem Verhältnis zueinander. Da habe ich den Agave-Duft von Behave gemischt mit Pink Sugar. Agave ist so ein, ja, ein starker Wellness-Duft, der aber ja irgendwie die Agave-Note alleine finde ich immer ein bisschen scharf, würde ich sagen. Deswegen habe ich versucht, das mal mit Pink Sugar zu kombinieren, um das Ganze süßlicher und weicher zu kriegen. Bin mir aber halt nicht sicher, in was für einem Verhältnis. Deswegen habe ich da verschiedene Versionen gemacht und werde das einfach mal austesten. Und hier unten liegen wieder Schlümpfe, also wieder ein Signature-Duft. Pink Marshmallow, der Rest von dem Marshmallow-Duft habe ich dann mit dem Rest von Pink Sugar gemischt und ein paar Schlümpfe hergestellt. Viel ist es nicht diesmal, aber man freut sich und es war viel Arbeit, weil bei den Kerzen muss man ja immer zweimal gießen und dann hatte ich so viele Pausen. Insgesamt hat mich das 4 Tage gekostet, wo ich immer wieder halt Wachs erwärmt habe, aufgegossen habe und ja. So sieht's aus. Und da sind wir wieder und beschäftigen uns jetzt mit dem, was bei mir leer geworden ist. Diesen Monat habe ich gar keine Kerze leer gemacht. Ich habe mich bemüht, eben Sachen leer zu kriegen, die noch in den Schubladen lagen, Melz leer zu kriegen, die noch vom Sommer übrig geblieben waren und habe eben kerzenmäßig so langsam Richtung Herbst umgestellt. Deswegen habe ich die ersten angewarmert, aber leer geworden ist da halt nichts. Dafür habe ich ein relativ großes Körbchen mit so Kleinigkeiten, die leer geworden sind und da gehen wir jetzt mal gemeinsam durch. Ich habe Autodüfte. Fangen wir mit denen wieder an. Da habe ich diesen Monat Summerstorm im Auto. Und Evening Air. Evening Air mag ich besonders gerne. Das ist halt auch so ein männlich-mystischer Duft, wie ich finde. Ich finde den auch optisch sehr schön. Hab den schon mehrfach gehabt. Der ist immer wieder ein Nachkaufkandidat von mir. Summerstorm war aber auch wirklich schön. Schön frisch, so im Spätsommer habe ich den ganz gut riechen können. Ich mag den und ja, den habe ich nicht so leicht bekommen. Ich glaube, das war mal irgendwie so eine returning limitierte Sache. Deswegen nachkaufen ist da vermutlich schwer. Der hier allerdings ist immer in so einer Packung, wo Midsummer's Night auch drin ist. So ein Dreierpack, den man recht gut im Standardsortiment bekommt. Ich glaube, das war's an Autodüften. Ja, dann schauen wir mal weiter. Ich glaube, reihenfolgenmäßig wird hier das sehr durcheinander kommen. Egal. Wovon ich auf jeden Fall nur eine Sache leer gemacht habe, ist wieder diese amerikanische Firma Hailey's Heavenly Scents in der Duftrichtung Grandma's Ice Cream Scoop Dough Bread. Da sind also ganz, ganz viele Düfte miteinander vereint. War ein sehr schöner Duft in der Küche. Ich habe den ab und zu gemischt mit so vanilligen Düften. Passte gut, hat lang angehalten. Es war auch eine große Tüte. Jetzt ist sie leer und darf weg. Ich werde es nicht nachkaufen, weil ich nicht in Amerika extra ein Tütchen Wachs bestelle. Ja, dann habe ich hier von Bears Wax Bakery den Kuschelbär, den habe ich mal in einem Paket, wo ich Kerzen getauscht habe, mit dem Grantelbart, mit dem Hannes bekommen, also von ihm. Das fand ich sehr, sehr schön. Es war ein wunderschöner Wäscheduft, den ich super gerne im Büro gehabt habe. Und da war der auch so stark, dass es absolut gereicht hat. So, das war ein Stück von so einer Tafel. Und ich habe dann immer, sie sehen ja aus wie Schokoladenstücke, 2 so Schokoladenstücke in meinen Warmer gemacht im Büro. Und das hielt tagelang. Ungelogen. Also der war mega stark. Ich habe den oft dann rausgenommen, weil ich keinen Bock mehr auf den Duft hatte und nicht, weil das nicht mehr gerochen hat. Mega Empfehlung. Bears Wax Bakery, Kuschelbär. Toll. Wer auf Wäschedüfte steht, auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, leer geworden ist auch, werde ich aber genau so mir in den Schrank packen. Warm Desert Wind.
Davon war noch der Rest hier drin von der Kerze. Habe ich leer gebraucht. Ist ein sehr sommerlicher Duft. Baumwolle, Wüstensand, Wärme. Leider geht er ja aus dem Sortiment. Ich habe den letzten Rest von den Melts jetzt erstmal weggebraucht, habe aber ja Kerzen-Backups, deswegen kommt das leere Clamshell bei mir in den Schrank für die nächste Kerze, damit ich da wieder genauso mit vorgehen kann. Gefällt mir immer wieder sehr, sehr gut. Ja, dann habe ich von Partylight Votivlichter leer gemacht. Die sind ja immer in so einer Pappbox. Und das war die Duftrichtung Coconut Teakwood. Leicht holzig, trotzdem sommerlich, kokosmäßig. Relativ schwach auf der Brust, aber wenn man das eben, also ich auch diese Votivlichter nehme ich auseinander, nehme mit dem Docht raus und verteile die in Warmon oder in Centerpiece. Wenn man es in mehreren Lampen hat, geht das wohl. Auch nicht lang anhaltend, auf gar keinen Fall, die sind nicht stark, aber es war schön. Und da ich sie noch hier hatte, habe ich sie verbraucht. Ich habe auch, oh ja, von Scentsy das Waschmittel leer gebraucht, was ich auch von der lieben Claudi als Probe mal bekommen habe. Und zwar in Amazon Rain. Ich habe ja zuerst gedacht, 15 Milliliter, ob das reicht. Aber die Wäsche ist schön sauber geworden. Man konnte auch den Duft gut riechen. Sehr frisch, sehr angenehm. Ich könnte mir vorstellen, sowas mal wirklich als Produkt zu kaufen und länger zu testen. Bisher war ich positiv überrascht, wie wenig doch reicht, um eben die Wäsche damit wirklich sauber zu kriegen. Auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank, liebe Claudi. Ja, dann hatte ich ein Centerpiece, ein neues, und zwar in Midsummer's Night. Das geht bei mir ja immer, ein männlicher Duft, der, ja, eine parfümige Richtung, eine sehr frische Richtung hat, Duschgel-Richtung. Ich mag den immer wieder. Ich hatte noch so einen Melt-Cup hier, habe das benutzt. Das Cup wird schon wieder benutzt. Der Deckel ist in meiner Kiste gelandet, damit ich euch das zeigen kann. Für mich immer wieder ein Nachkaufkandidat, einer meiner Lieblingsdüfte von Yankee Candle. Dann habe ich von Kringle Candle Mystic Sands benutzt, war da auch sehr begeistert, ein schöner männlicher Duft wieder, ein bisschen schwerer, gefiel mir mega, kam auch in jedem Raum, wo ich das getestet habe, wirklich gut raus. Ich glaube, ich habe das sogar schon nachgekauft, bin mir nicht sicher, oder habe irgendwie noch Vorrat hier. Auf jeden Fall ein Nachkaufkandidat, voll meine Linie, mystisch, männlich, stark. Ja, das brauche ich sowas. Und dann weitere Clamshells, die leer geworden sind. Auch männlicher Duft Chaka von Scentsy. Sehr angenehm. Männlich, frisch. Auch den habe ich nochmal da, den finde ich wunderbar, der darf immer wieder da sein. Chaka ist auch eine große Duftempfehlung von mir. Den mag ich wirklich gerne. Diese Clamshells werden halt jetzt von mir entetikettiert, sauber gemacht und dann wieder benutzt, um meine gewarmerten Kerzen umzuwandeln in Duftwachs, den ich dann in die Lampen schmeißen kann. Ich habe leer gemacht Island Bliss. Das ist eigentlich, habe ich das als Kerze hier und das Clamshell ist halt, ja, war mal ein normales Clamshell, habe ich dann immer wieder nachgefüllt mit Kerze. Man sieht auch, ist ein bisschen siffig da, dieses Etikett. Da der Sommer vorbei ist, habe ich das jetzt erstmal leer laufen lassen. Ich habe von der Kerze zwar noch, dann wird das im nächsten Jahr mal wieder angefangen oder so, dann kann auch gerne das Label da wieder rein. Ich finde das bei Goose Creek besonders angenehm halt. Man nimmt einfach, wenn es so versifft ist, ist es nicht mehr so einfach. Man nimmt dieses Ding raus und hat dann eben ein neutrales Clamshell und kann wieder irgendeinen anderen Duft da drin sammeln. Ich habe die alle in einer Kiste liegen, das heißt, wenn ich irgendwie einen Duft als Kerze habe, den ich schon mal vorher als Melt hatte, kann ich das Original-Label vorne reinlegen und brauche es nicht großartig beschriften. Der Duft ist ein frischer, aquatischer,
sehr sommerlicher, leicht süßer Duft, den ich sehr, sehr gerne mag und der bei mir immer wieder düfteln darf. Aber jetzt vorerst eben nicht, weil er mir zu sommerlich ist. Dann habe ich noch Perfect Day leer gemacht. Ja, der geht immer wieder. Ich liebe Perfect Day. Ein schöner, kuscheliger, frischer Duft, den ich besonders gerne nach dem Putzen im Schlafzimmer benutze. Dann haben wir ein paar Daylights, die leer geworden sind. Watercolors. Watercolors hatte ich, glaube ich, letzte oder vorletzte Nacht im Schlafzimmer an. Ein sehr süßer, frischer Duft. Leicht feminin. Gefällt mir im Schlafzimmer auch immer sehr gut, sowas. Ja, könnte ich mir auch vorstellen, nachzukaufen. Bräuchte ich jetzt nicht als große Kerze. Ich sehe den oftmals bei anderen Duft-Junkies, dass die den als Kerze haben. Ich brauche den, glaube ich, nicht als Kerze so oft und so viel brauche ich den nicht. Aber als Clamshell oder Daylight dürfte der bei mir immer wieder einziehen. Genauso wie Beachside, wobei ich mir den als Kerze noch eher vorstellen könnte, also mit größeren Mengen, die ich auf Vorrat habe. Das ist ja so ein Sun and Sand Verschnitt von Kringle. Sehr, sehr angenehm. Riecht nach Strand, nach Sonnencreme. Leicht trocken. Ich finde mal, die haben so einen trockenen Duft, so Sanddüfte. Beachside, sehr, sehr angenehm. Darf auch immer wieder bei mir einziehen. Und hier ist noch eins. Dasselbe in Grün von Country Candle, Life is a Beach. Auch ein Duft, der in die Richtung geht. Ja, im Grunde identisch mit Beachside. Dann kommen jetzt hier noch ganz viele kleine Tütchen und Verpackungen. Ich hatte ja auch im letzten Monat ein Paket von der Claudi bekommen, von Sensi, mit ganz vielen Proben drin. Ich habe euch eben erzählt, wie ich damit vorgehe. Ich habe die also so nach und nach alle in den Flur gepackt und dann immer intensiv gerochen, wonach riecht es, was brauche ich. Ich hatte Aloe Water and Cucumber. Sehr frischer Duft, sehr sauber, sehr angenehm. Kann ich mir vorstellen, nicht unbedingt als Duftwachs, aber eben diese Putzmittel oder Waschmittel in diesem Duft stelle ich mir sehr gut vor. Ich hatte Almond Cream, Mandelcreme. Ja, fand ich nichts Besonderes, aber war nett, das auszuprobieren. Roch wirklich nach Mandeln und weich. Pink Cotton ist natürlich einer, der immer geht. Ist ein frischer Wäscheduft, leicht süß. Mag ich. Brauche ich nicht unbedingt, aber war auch nett, den auszuprobieren. Black Raspberry Vanilla ist ein Standardduft, den im Grunde auch jeder Handmade-Gießer ja hat. Ja, ich bin jetzt kein Riesenfan von so Standarddüften. Deswegen, ja, der war mir zu langweilig. Richtig schön hingegen war Honeymoon, ein süßlicher Duft. Sehr weich, leicht feminin. Den kann ich mir vorstellen zu kaufen, auch als Wachs. Pixie Sparkle, auch sehr, sehr, sehr süß. Sehr angenehm, sehr stark auch. Obwohl ich ja nur so eine Minimenge hatte, konnte ich das sehr gut wahrnehmen. Auch den könnte ich mir vorstellen zu kaufen. Und dann hatte ich auch hier nochmal Amazon Rain. Da habe ich euch eben bei dem Waschmittel schon gesagt, als Wachs brauche ich den nicht unbedingt. Aber in diesen Waschmitteln und sowas, ja, kann ich mir das auch ganz gut vorstellen. Ah, hier ist noch ein Deckel von einem Daylight. Und das war wieder so ein Glas-Daylight von Heart & Home, wo ich den Wachs nicht mag, weil der immer so rumschmiert. Wobei bei den Votivlichtern ist das besser, aber die Daylights, boah. Ja, With Love war okay, brauche ich nicht nochmal. Dann habe ich leer gemacht. Ja, meinen ganzen Sommer Schätze, Vorräte, aber die Sampler mussten alle mal weg. Ich habe leer gemacht Beechwood. Der war noch, obwohl der noch nicht mal dieses mit dem Aufreißding da hatte zum Aufmachen, also schon ziemlich alt war, war der noch sehr, sehr stark, sehr präsent im Raum. Ist ja einer meiner liebsten Sommerdüfte. Ich habe ihn genossen und zwar gestern tagsüber hier in diesem Teil des Wohnzimmers. Ich habe hier am Tisch gearbeitet, Korrekturen gemacht gestern Nachmittag und diesen Duft dabei genossen. Wunderschön. Er erinnert mich ja immer an die Wohnung einer Freundin.
Und ja, die hatte auch gestern Geburtstag, deswegen fiel mir ein, oh, mach den mal rein. Und dann konnte ich gut an sie denken und den Duft genießen. Sehr, sehr angenehm. Ich hatte auch Golden Sands, der ja vom Duft her ein bisschen in die Richtung von Perfect Day von Goose Creek geht. Den hatte ich im Schlafzimmer an. Der hat ein bisschen geschwächelt, aber war durchaus noch wahrzunehmen und sehr angenehm. Auch im Schlafzimmer hatte ich dann mal meinen Lieblingsduft von Home Inspiration, Yankee Candle, White Linen and Lace, wo ich ja immer sagte, erinnert mich an meine Oma, dadurch, dass sie immer so eine Creme benutzt hat, die so roch. Ich mag den super gerne, der ist für mich kuschelig, weich, wohlig. Oma, aber eben nicht negativ Oma, alte Frau, sondern Oma, oh, ich hab dich lieb. Oma. Dann, jo. Man weiß es nicht, es ist kein Label drauf, aber das untere Label war noch da. Fireside Treats habe ich mal benutzt. Geht für mich immer, das war so, ich fange mal mit Herbst an. Ich brauchte das Label davon für so ein Clamshell als neues Label dafür. Ein Marshmallow-Duft, süß, ganz leicht rauchig, sehr, sehr angenehm. Einer meiner liebsten Herbst-Winter-Düfte, kuschelig. Ich hatte den im Schlafzimmer an, würde den immer wieder kaufen. Hab auch noch jede Menge Vorrat. Der darf immer da sein. Hier ist noch ein Golden Sands, diesmal als Tarte, den ich benutzt habe. Sehr schön. Der war auch genauso stark wahrzunehmen wie der Sampler, obwohl das ja viel mehr Wachs ist. Bisschen überlagert war der zweite Lucky Shamrock, den ich benutzt habe. Im letzten Monat hatte ich schon einen, auch den konnte man kaum noch wahrnehmen. Die grüne Note, das Devise mit dem Klee war aber, wenn man nah dran war, durchaus noch da. Ich mochte den immer, jetzt ist er weg. Länger verwahren hätte auch nichts gebracht. Over the River, einer meiner absoluten Lieblinge im Sommer. Ich sage immer, ein Spaziergang mit einem gut gepflegten Mann an diesem Fluss. Hat mich auch wieder einen Abend, eine Nacht in meinem Schlafzimmer begleitet. Sehr schön, jetzt ist er weg. In der Küche hatte ich Rainbow Shake ein paar Tage im Centerpiece. Sehr gut wahrzunehmen. Da war ich begeistert, was dieses kleine Votiv, also die kleine Menge Wachs im Centerpiece doch wirklich tagelang erreichen konnte, durchhalten konnte, super. Da war ich begeistert. Aber ich finde ja auch die Kerze relativ stark und gut, von daher war das vielleicht abzusehen, aber der kommt auch in meiner Küche wirklich gut raus. Und dann haben wir noch eins, ja, Over the River, River Valley ist auch mal als Tarte leer gegangen. Immer wieder schön. Das allerletzte Teil, dann sind wir durch, ist mal eine von diesen Holzkisten. Ich habe eine leer und zwar den Central Charm. Der leicht männlich roch, angenehm, man riecht jetzt in dieser Kiste so gut wie gar nichts mehr. Nee. Im Grunde ist das wirklich weggedüftelt. Ich finde es angenehm, dass die Kiste nochmal mit so einem Pappteil ausgelegt war, so dass man keinen Wachsschmier jetzt hier drin hat. Man kann das also einfach trennen, auch den Papierstreifen kann man jetzt einfach abmachen und dann eben die Kiste weiter verbrauchen. Ja, die Veloutier-Düfte gefallen mir sehr gut, sind nicht besonders stark. Die sind recht dezent, aber sehr schön. Sehr männlich. Meiner Meinung nach ist immer noch die Zielgruppe Männer. Ja. Oh, hier ist auch in zwei Schichten ist dieser Warnhinweis drauf. Ich versuche gerade die Kiste dabei sauber zu machen. Lasst euch nicht stören. Ja, ich bin sehr zufrieden mit meinem Duftmonat. Fand das schön, angenehm aus dem Sommer so rauszugehen, mich rauszuschleichen. Ich sag euch ja immer, was mein Top-Duft des Monats war, ne? Das werde ich auch jetzt wieder machen. Also, ganz klar, die Düfte, die ich immer mag, sind natürlich Top-Düfte für mich. Hier River Valley, Midsummer's Night. Ja. Die sind alle toll, aber was ich vielleicht neu für mich entdeckt habe und toll fand, ist Mystic Scents. Von dem war ich mega begeistert. Das ist mein Duft des Monats September geworden. Jo. Was ist euer Lieblingsduft in diesem Monat? Sagt mir das doch bitte.
Schreibt es unten in die Kommentare. Ich freue mich. Und das nächste Video wird das Eindrücke aus meiner Hexenküche Video. Ich habe da relativ viel zu schneiden. Ich weiß auch nicht, ob das ein schönes Video wird. Aber das ist in der Mache. Ich habe da einiges mitgefilmt. Muss mal gucken, was da übrig bleibt am Ende. Ich wünsche euch einen schönen Abend oder Tag oder Morgen oder wann immer ihr dieses Video seht. Vielleicht auch eine gute Nacht, wenn es so die gute Nachtgeschichte vorm Einschlafen ist. Dann habe ich euch die sehr gerne erzählt. Bleibt mir gesund. Wir sehen uns. Liebe Grüße, eure Petra.